Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Es ist Montag, das bedeutet Reaction Time auf die NFL. Ich habe mir gedacht, wir reagieren heute auf das Spiel Green Bay Packers gegen San Francisco 49ers. Ich habe viel mitbekommen, dass es irgendwie ein krasses Spiel gewesen sein soll. Ich weiß allerdings nicht, wer gewonnen hat. Das Einzige, was ich weiß, weil das habe ich auf der NFL-Seite gesehen, also auf der NFL-YouTube-Seite, die hatten extra ein Video gemacht von wegen die letzten 20 Minuten crazy Ending von Packers gegen 49ers. Deswegen keine Ahnung, Alter, was da passiert ist, aber ich habe auf jeden Fall Bock, es mir reinzuziehen. Wie ihr sicherlich wisst, kann ich mit diesen Videos keinen einzigen Cent verdienen, deswegen würde ich mich über etwas extra Liebe auf dem Video hier natürlich mega freuen. Vielleicht ein paar extra Likes, vielleicht ein paar extra Kommis, vielleicht ein extra Abonnent, was auch immer. Und ja, ich würde sagen, lass uns reinstarten in dieses Video und mal gucken, wer hier den Sieg holen wird erstens und vor allem, was da am Schluss passiert. Also da bin ich besonders drauf gespannt. Let's go! So, direkt erstmal ein 3. und 3 für die Packers. Im ersten Viertel hier. Ja. Kann man mal machen, Digga. Und der Kommentator hat gesagt, his first pass, ja. Also sein erster Pass im Spiel direkt so eine Bombe, das ist auf jeden Fall wild. 2. und 29, was machen die? Und dann auch noch Minus, ja. 3. und 33. Screen. Boah, ey, stark von der 49ers Defense. Stark. Ist ja drin. Alter, knappe Kiste. 54er Field Goal ist drin. 3-0 für Packers. Alright. Mal sehen. Easy peasy. Schön auf Kittle. Übrigens, falls ihr Packers oder 49ers Fans seid, schreibt es mal unten rein. Mal gucken, ob wir hier welche am Start haben. Ich glaube, es gibt relativ viele Packers Fans in Deutschland, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Schöne Patience von Garoppolo, aber dann kam der Ball leider nicht an. Aber stark, dass er da ruhig geblieben ist, sozusagen. 4. und 6 war. Ja, also 49ers haben erstmal nichts geschafft. Packers holen hier einen easy first down. Mit Adams. Digga, was ist eigentlich mit Rodgers los, dass er jetzt seine Haare wieder lang wachsen lässt? Digga, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so fühle. Alter, was eine Bombe. Und ihr müsst euch mal geben, wie einfach das bei Rodgers aussieht, ne? Der ist nach hinten gelehnt und wirft hier einfach so. Also das ist so krank, Digga. Auch hier wieder der Pass completed zu Adams. Easy Touchdown. Aber das war ein geiles Play. Er kam rein für die Motion, hat dann angefaked die Motion, ist wieder raus. An den Running Back einmal angefaked. Also safe dachte jeder, das wäre ein Lauf. Und dann hat er ihn einfach ganz entspannt nach außen geworfen. Oh, fast gepickt beim 3. und 1. Vor die Niners haben bisher nichts gerissen, 10-0. Wenn das so weitergeht. Okay, der kam nicht an. Oh, die haben dafür eine Flagge gegeben. Weiß ich jetzt nicht, Alter. Weiß ich nicht. Also ja, der DB hat auf jeden Fall nicht den Kopf gedreht zum Ball so, aber so viel Kontakt war der jetzt auch nicht, ne? Also weiß nicht. Rodgers wird gesackt, sehe ich gern. Oh! Oh! Digga, Alexander läuft mit dem Ball wie ich. Ja, okay, jetzt hat er ihn weggetackt, aber davor die ganze Zeit so. okay, wieder Adams, Alter. Auf seine Stats bin ich ja mal gespannt nach dem Spiel, Junge. Wir sind mittlerweile im 2. Viertel. Boah! Gut dann noch nach vorne geschmissen für den First Down. 3. und 4. Oh. Oh, das ist gestoppt. Und ein Fumble. Oha, krass. Hä? Sie haben gar keine Punkte mitgenommen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Sind sie beim... Also... Keine Ahnung. Sorry, Leute, falls ich jetzt gerade ein bisschen neben der Spur bin. Zweiter und 8. Okay, first down. 44 und 44, lol. 2. und 17. Und der kommt an, Alter. Stark da reingefittet und Kittle kämpft sich noch ein bisschen durch, Junge. 3. und 1. Haben sie nicht bekommen, wa? Digga, die 49ers kriegen nichts hin. Packers Defense, Alter.
Starker Lauf, Junge. Dritter und drei. Schönes Ding wieder. Und wieder auf Adams. Und der... Boah, ich wollte schon sagen, Alter, wenn das Touchdown gewesen wäre, wäre er geisteskrank. First and goal. Lol. Delay of game. Keine Timeout bekommen. Second and goal. Oder hatten wir die Timeout? Weiß ich nicht. Easy Touchdown auf jeden Fall. Also 17-0 bzw. 16-0 mit extra Punkt 17-0 bisher. Ist jetzt nicht so geil bisher. Also mal gucken. Ich hoffe, die zweite Hälfte wird noch ein bisschen krasser. Vielleicht ein Comeback von den 49ers oder so. Er hat sich vom Kicker raustackeln lassen, schade. Aber Digga, es ist doch übergeil, kurz vor der Hälfte so einen Return rauszuhauen, dass du deine Offense in so eine Position bringst, dass sie scoren kann. Das ist schon richtig geil. Stark. 30 Sekunden. 2 Sekunden, Alter. Third and goal. Ist es Lance? Nice. Nice, nice, nice. Trent Williams spiked den Ball noch. Digga, das ist doch geil. Das gönne ich Trey Lance richtig, Junge. Wirklich. Gönne ich ihm richtig. Gutes Play von Garoppolo, wie er den Ball dann noch schnell angebracht hat. Das sind so schöne Würfe, ne? Die können das wirklich im Schlaf, Digga. Die machen das seit 20 Jahren oder so. So eine kleine Screenpass und so. Das sieht so unglaublich einfach im Fernsehen und so aus. Aber in echt ist es gar nicht immer so einfach, kann ich jetzt mittlerweile aus eigener Erfahrung sagen. Bei denen, das sind wirklich Roboter, ja, also das ist echt krass. Nice. Boah, stark, war ein bisschen hoch, aber trotzdem stark. Third and goal. Komm, fett geblitzt. Respekt hier an Jimmy G, Junge, das war echt stark. Das war ein richtig starker Drive. Ein paar richtig gute Pässe. In der Pocket standgehalten, obwohl der Blitz fett auf ihn zukam da. Das war echt stark. So, 14-17, das sieht doch schon besser aus jetzt. Jetzt wird es hier eine spannende Kiste vielleicht nochmal. Digga, das sah ja aus, als würde der Ball einen Bogen fliegen, Junge. WTF? Aber Packers haben nichts hinbekommen. Mal gucken, ob 49ers die Führung hier übernehmen können oder wie oder was. Oh, da wurde er fast gesackt. Ah, okay, 49ers auch nichts hinbekommen. Packers wieder am Ball. Wieder Devante Adams. Zweiter und vier. Quick Pass auf Devante und wieder ein First Down und wieder über Adams. Ist doch krank. Boah. Jones macht anscheinend auch ein ganz gutes Spiel, wa? Dementsprechend die O-Line auch. Alter, wie perfekt kann man den Ball bitte werfen? Wie perfekt kann man den Ball werfen, so dass er über die Fingerspitzen des springenden Defenders rüberfliegt und perfekt in die Hände des Receivers. Also das ist echt krass. Das ist echt krass, Junge. Boah. Garoppolo hingegen bringt die Pässe nicht so genau an, ne? Gefühlt müssen seine Receiver die ganze Zeit entweder hochspringen oder für den Touchdown diven, für den Catch diven. Nice. Und Touchdown. Okay, Spiel bleibt also knapp. Wir sind im vierten Viertel, 7 Minuten noch oder so. 24-21. Ein bisschen zu weit, Packers haben nichts hingekriegt, 49ers mit dem Ball 5 Minuten. Oh, was macht der? Das ist doch safe and fumble oder was? Kenny Clark created it and Campbell picks it up.
Oh mein Gott, das war ein Fumble. Bro. Okay, Packers am Ball, 24-21, immer noch 5 Minuten. Jones rennt da durch, Junge. Oh! Gib mir keine Flagge, nee, nee, nee. Field Goal ist drinne. 27-21, immer noch ein One-Possession-Game. Hier ist alles drin. Oh, shit. 2,5 Minuten noch, 3. und 10. Oh, und sie converten auf Kittle. Rennt er durch? Nee, nicht ganz, aber hat sich da echt noch ordentlich nach vorne gekämpft. 1,53 noch. Boah, das ist überstark. Er wurde dabei auch gehittet, ja. Also Jimmy G. Wieder Kittle, ab ins Aus oder nicht? Digga, geh doch ins Aus. 45 Sekunden. Stark. Und das ist ein Touchdown, Alter, der Fullback, Junge. Ey, das ist so stark, Digga. Jimmy G hat nach rechts geguckt und dann gefühlt eine halbe Sekunde oder vielleicht auch nur 0,2, 0,3 nach links und einfach geworfen direkt, Digga. Das ist krass. Und das ist auch so geisteskrank. Digga, wie kann man so gut werfen? Ist er drin? Wow. Krass. Digga, Rodgers sieht doch aus wie ein Penner. Digga. Aber egal. Ey, man muss sagen, Rodgers hat ein krasses Spiel abgeliefert, ja. Also, Digga, 30-28, wa? War das jetzt am Ende? Uff, krass. Krass, krass, krass. Es war auf jeden Fall doch noch ein ziemlich geiles Game. Also am Anfang dachte ich erst so, hä, okay, 17-0 oder 14-0, was auch immer. So, was ist das jetzt hier? Aber zum Schluss wurde es nochmal richtig spannend. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein paar extra Likes da. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, man sieht sich im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.